apocalypse. Lieber Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5M. Ich bin wieder auf Real Life Berlin unterwegs. Ich kann es selber noch gar nicht richtig glauben. Es gibt neue Einsatzfahrzeuge. Ich habe mir gerade ein Fahrzeug mal ein bisschen genauer angesehen und ich musste gleich auf Anhieb sagen, Alter, ist das geil. Leute, kommt unbedingt drauf auf diesen Server. Alle Infos nochmal in der Videobeschreibung unter meinem Video. Kommt gerne rauf, guckt euch selber den Server an, macht euch wirklich ein eigenes Bild davon und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und ich wünsche euch jetzt auch viel Spaß mit dem neuen Video, denn es ist gerade jemand draußen vor der Feuerwache und er wird mir jetzt mal so ein bisschen die Fahrzeuge erklären. Also was alles neu ist, was sich geändert hat und ich bin so aufgeregt, ich zitter gerade, weil ich das einfach so geil fand, weil auf einmal fährt so ein niegenagels neues Auto an mir vorbei. Und ich dachte mir so, hä? Wo ist das denn? Ja, die sind gerade alle eingeflogen. Alle eingetroffen, die Fahrzeuge. Das sind alles neue Fahrzeuge für die Feuerwehr Berlin. Ist das geil. So, jetzt überlege ich bloß gerade, lasse ich meine Wachkleidung an oder ziehe ich mir Einsatzklamotten an? Ich glaube mal, wir holen uns die Einsatzklamotten, weil sicher ist sicher, safety first. Das sieht auch viel besser aus, finde ich. Und den Campsuit nehmen wir nicht. Nee, wir nehmen mal die Einsatzbekleidung. Die sieht, wie ich finde, richtig knorke aus. Auch die Schrift hinten, ey. Das ist, oh, so herrlich, Leute. Also gönnt euch auf jeden Fall den Server. Vielleicht sehen wir uns ja sogar schon in der nächsten Folge. Kann ja alles möglich sein. Wie gesagt, immer gerne unter dem Video in der Beschreibung einfach reinlunschen. Und dann seht ihr auch eigentlich alles, was da steht. Moin, Cheffe! Jo! Servus! Servus! Oh, was machst du denn hier? Baust Türmchen mit Autos? Türmchen mit Autos? Wie meinst du das? Nee, du stellst sie gerade so richtig schön hier hin, ey, das ist so geil. Ja, vor allem, wenn du siehst, was da kommen ist, ganz neu eingeflogen, kann man sagen. Ich hab's gerade auch schon gesagt, ja, das ist ja so heftig. Ich trau mich gar nicht dahin zu gehen, weil es so geil ist. Oh, schön. Sind das alle oder kommt da noch was eingeflogen? Da sind noch ein, die Tage kommen noch neuere, weil es sind noch nicht alle gar umgescannt. Oh, okay, verstehe. Ja. Deswegen. Sind das erstmal alle jetzt, ja, die wir bekommen haben? Ja. Ey, willst du mir die mal vorstellen? Also ich will jetzt gar nichts groß anfassen. Ja, alles klar. Nicht, dass ich was kaputt mache oder so. Das muss auch nicht sein, ne, Leute? Oh, gönnt euch, Mann. Oh, ist das schön. Ich freue mich. So geil. Also, warte. Ja, schieß mal los. Moment. Ich muss noch in den Job reingehen. Ich war die ganze Zeit in den Admin drin. Feuerwehr, das hier und da. In der Feuerwehr muss jetzt man natürlich schon drin sein. So, jo. Hier haben wir einen Telef. Ja. 1200, glaube ich, ja. Ist einer. Also, ne, ein Halef, Entschuldigung. Genau, Halef. Halef steht ja auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, den kann man hier auch die Sachen rausholen. Hinten hat man auch Schlauch. Ja. Ja, da kommen auch noch Haspeln dran. Weißt du? Boah. Ja, verstehe. Ja. Dass man die auch benutzen kann, wenn du unterwegs, also wenn ein Feuer ist, dass du mit den Hasseln da rumgehen kannst. Ja. Er ist auch schon länger da, aber er ist noch nicht vor zum Vorschein gekommen, weil wir erstens mal Leute suchen von der Feuerwehr, auch die, wo das ernst meinen, mit dem Einsätzen mitfahren. Ja, ist schwierig zur Zeit, ne? Ja, wir fahren viele Einsätze, zum Beispiel, wo wir was war es gewesen? Ich glaube, Holzfabrik, wo da gebrannt hat. Oh ja, das war ja erst vor ein paar Tagen, ja, nicht? Ja. Auf jeden Fall, das ist das gewesen, da waren wir wenig Leute, ja. Aber du meinst jetzt nicht, dass die Feuerwehr unterbesetzt ist, oder? Nein. Okay. Es waren viele da, also wir waren 10 Leute, waren wir schon da gewesen an dem Brandtag da. Aber es waren zu wenige da gewesen wegen den Autos, weil die ganzen Wasserhydranten waren schnell, also das Wasser war leer vom Fahrzeug.
Dann hätten wir müssen das immer auffüllen. Ja. Ja, das war das Problem gewesen. Aber ein paar mehr Mitarbeiter wären nicht verkehrt, meinst du, oder? Genau, ja. Alter, weil... ist egal. Ich will nur, ja, haben, dass es es ehrlich meint. Ja, nee, verstehe ich schon. Ist ja weil klar. Ich leite die Feuerwehr und ja, wenn die was wissen wollen, die wo dann draufkommen, was wissen wollen, können sie gerne mich fragen. Ich tue das auch gerne beantworten. Ja. Ja, ist ja schon mal gut zu wissen. Aber bei genau, so schönen Fahrzeugen, ne, die jetzt gerade frisch aus dem Werk gekommen sind, warum sind da so wenig Leute irgendwie, die in der Feuerwehr sind? Das weiß ich nicht. Das ist ja richtig komisch. Ich stehe, glaube ich, ganz, ganz vorne in der Reihe. Ich freue mich. Ja, wie gesagt, dann siehst du selber, wir haben neue T-Shirts auch. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, ich habe schon eins bekommen. Genau. Ja, wie gesagt, das ist der Halef. Den kannst du dich, hier kannst du dich mal reinsetzen. Oh, gerne. Schlüssel den, steckt. Der hier hat eine Besonderheit. Hier, der hat eine Besonderheit. Ja. Der nebendran. Ach, das Telef jetzt? Ja. Also, du kannst hingehen, da habe ich was gemacht. Geh mal drauf, steig mal rein. Gerne. Auf die Maus. Gerne. Und drück mal da die Maus. Ja, lol. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Ey. Doch. Kannst du auch hier genau dasselbe mit dem Haar hier machen. Und ja, hinten kannst du wieder auch Wasser rausholen. Schlauch plus mit dem Monitor. Funktioniert alles. Sehr, sehr schön. Aber Wasser muss halt immer wieder regelmäßig aufgefüllt werden, nicht? Ja, das auf jeden Fall, weil naja, wir haben gut, ein bisschen so realistisch gemacht, dass er nur auftanken kann. Wenn es dann leer ist, müssen wir halt andere Leute anfordern, dass sie mit mehreren rausfahren. Oh, das ist ja schwierig. Gibt es hier bloß eine Feuerwehr, oder? War bloß die Berufsfeuerwehr hier, ne? Ja, es gibt erst nur eine, wenn wir die dann jetzt sollten, voll haben, da wollte ich noch eine kleine hinmachen, FF, weißt du? Ja. Aber momentan brauchen wir das nicht, deswegen habe ich es erstmal so gemacht. Ey Leute, kommt in die Feuerwehr. Also, ich flehe euch an. Das klingt jetzt auch... Nee, also, gönnt euch das hier, ne? Ja, da gibt's einige kommt Fahrzeuge, rein, wo ich jetzt noch... muss noch umskinnen. Mhm. Wir haben ja nicht nur eine da. Du hast ja die anderen Scanias hier vorgestellt, ne? Ja, genau. Die älteren, in Anführungsstrichen. Ja, genau, die älteren. Und jetzt pass auf, ich komme jetzt mit noch einer. Ja. Wir haben ja noch ein... Gucken, ob die schon da ist. Alles klar. Ey, Leute, ist das... Ich komme aus dem Feuer nicht mal raus, weil es einfach so schön ist. Ich finde das immer so schön und cool und geil zusammen, wenn irgendwie was Neues frisch aus dem Werk kommt und dann auch noch von meiner Lieblingsfirma Rosenbauer. HLF, TLF, DLK da hinten. Noch ein HLF mit Allrad. Schöne Fahrzeuge, also kann ich wirklich nicht anders sagen an dieser Stelle. Deshalb verstehe ich jetzt auch nicht, warum jetzt so wenig Leute hier sind. Das ist ganz, ganz komisch. Ich denke mal, das sind halt immer halt die Mitspieler, die irgendwie dann irgendwie auf dumme Ideen kommen und dann halt ganz schnell rausgekickt werden. Aber wenn ihr wirklich Menschen helfen wollt, wenn ihr helfen möchtet, egal was, kommt doch einfach zur Feuerwehr Berlin in 5M in GTA 5. Anders kann ich das, glaube ich, nicht sagen. Also, ihr werdet mich auch hier antreffen. Also, ihr könnt mich gerne ansprechen. Wir können zusammen Einsätze fahren. Wir können alles zusammen machen, wenn ihr gerne möchtet. Kommt gerne drauf und spielt mit. Also, es gibt auch richtig krasse Einsätze. Es gibt große Brände. Habt ihr gehört? Der Großbrand, die waren unterbesetzt vor Ort. Und das ist ja schon ganz schön schwierig, da mit ein paar Leutchen so einen großen Brand zu löschen. Weil Wasser ist auch ganz, ganz wichtig. Ne? Die Fahrzeuge müssen immer betankt sein. Und das war anscheinend nicht der Fall bei dem letzten Großeinsatz. Ey, wie du siehst. Ey. Ja? Ja, davon haben wir noch, ich habe noch eine andere davon, eine größere. Da gibt's die, wo 60 ist. Ja. Weil das hier ist eine 32er. Das ist auch eine 32er. Dann habe ich eine 62er und was war das andere noch gewesen? Gehaltscheck. Ah, ich weiß jetzt mehr, welches war. War auch eine. Und wie ist denn das hier, Chefe, mit den Fahrzeugen? Sind die jetzt offiziell schon drin, dass man die jetzt benutzen kann oder kommen die erst noch?
Die kommen erst noch, bis ich sehe, dass Leute auch ernst meinen. So lange habe ich ja die anderen noch da drin. Und wenn ich sehe, dass Leute wirklich ernst meinen, würde ich ja auch dann hinstellen auch dafür. Also werden die jetzt hier nach und nach ausgetauscht dann, ja? Ausgesondert, genau, die Alten. Genau, die werden ausgetauscht, ja. Ach so, okay. Du sag mal, an meinen Helm, die Helmlampe, funktioniert die? Oder sind da keine Batterien drin? Da kriegst du was Neues. Ach so. Da haben wir schon mit dem Bürgermeister geredet, da kommt was Neues. Ich hatte ja schon ewig mal gefragt, aber ich habe nie Batterien bekommen dafür. Ja, ja. Ach, dann ist ja gut. Na, dann ist alles sehr schön. Also wenn so schon so Sachen gesponsert werden, also da wird ja schon noch ein Dings drin sein, ein Helm. Na, ich denke mal auch, ey. Das ist ja bloß Kinderkacke. Im Gegensatz zu den Fahrzeugen. Ja. Wie gesagt, ich kann dir mal zeigen, kannst du ja mal in den Korb, kannst du rein? Kannst du da oben rein? Was? Wirklich? Ja, warte, ich zeig dir's. Ich gehe da rein und kann nicht das vorführen. Dann geh mal rein. So. Oh. Leute. Ja, okay, das ist noch ein bisschen buggy, das wird alles noch angepasst. Alter, ich flippe aus. Ist das ein Feuerwehrsimulator oder ist das GTA? Gut, das klappt jetzt nicht. Okay, also reinstellen kann ich mich jetzt nicht. Hä? Wo bist du? Ich bin hier unten, auf dem Boden, auf der Straße. Nee, du kannst da rein. Ich glaube, man muss auch die F-Taste drücken zum Einsteigen. Wie kann ich da einsteigen? Normalerweise bei Springer, also wenn da wird hochspringen. Okay, warte. Dann bin ich, glaube ich, jetzt falsch gesprungen. Oh, geht ja doch. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass ich nicht runterfalle hier. Jetzt aber nicht zu hoch hier, ich krieg weiche Knie. So, und jetzt bräuchte man noch einen Strahrer, Leute. Dann könnte man hier richtig loslöschen. Jetzt übertreibt er. Jetzt will er das wissen hier, die 32 Meter. Die müssen jetzt ausgefahren werden, wisst ihr? Ich sitze jetzt hier ganz oben und muss mir das jetzt gefallen lassen. Ach du Scheiße. Er schwenkt doch noch, genau. Dass ich ihn auch gleich runterknalle. Ach, sieht das schön aus, Leute, von oben. Guckt euch das an. Die wunderschöne Rettungswache von Berlin. Dann die Skyline von Berlin. Also besser geht's ja nicht. Eigentlich bin ich ja sowieso ein Fan von der Drehleiter. Weil man damit einfach viel machen kann. Und mittlerweile auch jetzt hier auf dem 5M von Real Life Berlin. Kann ich euch bloß ans Herz legen, Leute. Kommt gerne rauf, wenn ihr Bock habt. Geil. Einfach nur geil. Bitte? Einfach nur geil, sage ich. Ja, sowas kommt, wenn man Langeweile hat. Ja, verstehe ich. Also, wenn man nicht weiß, wohin mit den Geldern. Ja, wenn man was ausprobieren will, dann funktioniert es auf jeden Fall. Ja, ich zitter jetzt, also ich habe weiche Knie. Wie gesagt, für dieses Fahrzeug mache ich auch noch einen Lehrgang mit den Leuten, weil die, wo das dann machen, den Lehrgang mitmachen sollten, dürfen auch das Fahrzeug auch dann fahren. Ah, verstehe. Also ist ja doch ein bisschen aufwendiger, ne, als so ein Harlef oder so. Ja, ja. Ah, ja. So, und das sind jetzt erstmal... Ja? Ja, die andere, wo wir vorher hatten, die war ja zu klein. Ja, stimmt. Hat ja nicht viel gemacht und so, deswegen haben wir uns mal durchgesetzt, dass wir neuere bekommen. Ja, da glaube ich dir, ja. Also es ist schon besser, wenn man größere hat, ne? Gerade auch bei den Hochhäusern. Ja. So, gibt es denn sonst noch was Neues hier, was wir jetzt hier übermitteln können? So, eigentlich, ja. Bestimmt. Das mit dem Dings zum Beispiel, mit dem Feuer. Ja. Ja, selber Feuer legen können überall, das ist ja bestimmt bekannt. Oder ist noch nicht bekannt, weiß ja nicht. Kannst du das Feuer legen? Kann ich das auch? Bin so ein Brandstifter. Ja, gibst du hier die Befehle ein, zum Beispiel Start Feuer. Dann gibst du eine Zahl ein, aber ein bisschen weiter weg hier, würde ich sagen. Ja. Ich
Das ist, naja, die ganzen Autos habe ich leider. Ich guck mir das mal an. Guck, was er jetzt macht. Startfeier? Naja, was auch sonst. So. Ach, er ist da hinten. So, Leute, wartet mal kurz. Ich ziehe mich mal kurz ein bisschen um hier. Umkleide. Ich brauche meine Wachkleidung. Ich fange hier langsam an zu schwitzen, weil es einfach so geil ist. What? Oh, Alter! Oh, kleines Feuer gemacht hier, ne? Ist aber ein kleines Feuerchen hier, ne? Sehen Sie das Feuer? Ja, ein ganz, ganz kleines. Ja. Schöne Wolke, ne? Sieht man auch von Weitem. So ist hier nett. Würde ich jetzt auch behaupten, ne? Sieht ja aus, als ob die 10 Häuser brennen. Ja. Es ist aber nur Stufe 10. Es geht noch höher. Ach so, verstehe. Ja. Ey, Leute, kommt in die Feuerwehr. Also, die brauchen Unterstützung hier. Dann ja. Wird man automatisch, wenn man jetzt zum Beispiel in den Funk drin ist oder auf dem Melder, dann wird man automatisch alarmiert, dass irgendwo ein Brand ist. Ach, dann weiß man auch ganz genau, wo es hingeht, ja? Genau. Das wird dann angezeigt, wo dann ist, welche Postleitzahl, und dann wird da hingefahren. Chefe, ihr seid geil. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, das Problem, was wir momentan nur haben, aber das ist so, wie ich sage, auch, das habe ich mit meinen Leuten auch gesagt, das juckt uns nicht. Unser Server wird viel auch runtergemacht. Ich weiß nicht warum. Weil wir auch manche Sachen haben, wie bei der Polizei, dass das ab 18 ist. Ich verstehe nicht, warum andere Server das zulassen. Wir lassen es nicht zu, dass sie unter 18 sind, weißt du? Weil es funktioniert nicht. Ich habe selber Kinder. Du musst verstehen, du gibst ja auch nicht deinem Kind einfach eine Waffe in die Hand oder lass dem das Spiel spielen. Das funktioniert ja nicht. Ja, da hast du recht. Ja, das stimmt schon. Also, naja, manche sehen das einfach nicht ein, ne? Weil die denken sich so, ist ein Spiel und warum darf ich nicht? Ja, genau. Ach Leute. Ich sag ja, Feuerwehr, Sani oder ADAC oder sonst was ist mir egal. Hm. Außer was mit Waffen zu tun hat, ist ab 18 bei uns. Ja, an sich ist es auch richtig. Gerade in der Polizei, da muss man auch ein bisschen Köpfchen haben, ne? Ja. So. Ein schönes Lagerfeuer. Das brodet jetzt vor sich hin. Ja, würde ich auch sagen, ne? Ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß. Da brennt erstmal die Straße. Also Leute, das ist bloß ein Beispiel jetzt hier. Ne? Das ist jetzt hier kein offizielles RP-Video. Da warte ich, glaube ich, noch, bis die tollen Sachen offiziell dann auf dem Server sind. So, ich würde mal sagen, wir nehmen mal das HLF hier, ne? Das sieht ja schnuckig aus. So, das HLF ist vor Ort. Ich hole mir mal gleich ein paar Sachen aus dem Fahrzeug. Das kann ich bloß bei den anderen. Bei dem funktioniert das anscheinend noch nicht. Man kann auch an den Hydrant gehen, abgesehen mal davon. So, hier steht nämlich, genau, Schlauch rausnehmen. TLF 2400, okay. Oh. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht zu nah da ranfahren. Das kann wirklich ins Auge gehen. Und dann fängt es mal richtig schnell an zu brennen, das Ganze hier. Da müssen wir echt aufpassen. So, jetzt gehe ich mal ran. Ich würde mal sagen, wir gehen an den Fahrzeugtank. Holen uns mal den Schlauch raus und dann gehen wir hier zur Brandbekämpfung vor. So, wie man sehen kann, guck mal, das Feuer geht immer weiter weg. Also es braucht halt eine Weile, bis das weg ist. Aber es funktioniert. Warte mal, ich mach mal da seine Liste. Jetzt hast du mehr Wasser am Hydrant, habe ich das gemacht gerade. Ah, oh, schön. Ja, das funktioniert auch. Ach, also von Hydrant zum Fahrzeug kann man auch ankuppeln, ja? Ja, ja, sicher. Ah, sehr schön. So, warte mal, ich muss mal... Bei manchen Drehleitern müssen wir es ja machen.
Ja, hast du recht. Ich hole mir das andere Auto noch. Ja, mach nur. Das ist krass. Also Leute, wie gesagt, das sieht jetzt extrem komisch aus, wenn da aus heiterem Himmel die Straße brennt. Das ist jetzt hier bloß zum Videozweck. So. So, und das schöne HLF. Das stellen wir gleich mal daneben. So, dann gucken wir uns das mal an hier von Weitem, würde ich sagen. Guck mal. Sieht man auch mal den Größenunterschied hier, ne? Das kleine HLF ist ja wirklich winzig. Dafür ist es, glaube ich, aber länger. Also Feuer ist raus. Ich glaube, mit Deutschen 1 bräuchte man nur noch die, wie heißt es, die Pol, also Polizei. Ja. Mal die anrufen. Ich guck mal, ob die da ist. Alles klar. Moment. So, wir gucken mal nach Gerätefächer. Die kann man nämlich auch aufmachen. So, das war nämlich hier bei der Drehleiter zum Beispiel. Da kann man die auf- und zumachen. So, ich weiß nicht, war es bei der oder bei der anderen? Ne, hier war es nicht. Ne, da muss ich aber nach hinten. So, genau. Hier kann man nämlich die Gerätefächer auf- und zumachen. Das soll auch bei den anderen Fahrzeugen noch kommen, soweit wie ich weiß. Aber jetzt gerade bei der Scania-Drehleiter hier, da muss man echt extrem viel wissen, weil es gibt da unterschiedliche Tastenkombinationen, die man drücken muss, beziehungsweise Tasten, die angeklickt werden müssen, damit alles funktioniert. Deshalb meint der auch Chef gerade, der macht auf jeden Fall eine Einweisung dann für die neuen Kameraden oder Kollegen, dass sie auch Bescheid wissen, wie alles funktioniert etc. So viel dazu. Genau, also nach jedem Brand, beziehungsweise wenn irgendwie gerade ein Brand stattfindet oder ein Einsatz von der Feuerwehr, ist dann natürlich auch selbstverständlich die Polizei mit dabei, der Rettungsdienst, alles, was da eben zugehört. Ich hab noch was vergessen, kleinen Moment. Ja. So, ich glaube, der holt jetzt nochmal was Neues, also ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich könnte euch ja mal so fragen, also wie findet ihr bisher die ganzen Neuerungen hier auf dem Server von Real Life Berlin? Kommentiert gerne mal. Könnt ihr schon mal gerne in die Kommentare schreiben. Und bitte habt Verständnis für die Polizei, ne? Für den Polizeiberuf, dass man erst 18 sein darf. Also ich verstehe es. Es geht hier ab und an ganz schön brutal zur Sache und da ist es schon wichtig, dass man, ja, dass man 18 ist. Der meint es ja nicht böse hier. Oh, da muss ich gleich mal gucken. Eieieiei. Noch ein Scania. Ist das krass. Also hinten passen genug Leute rein, ne? Also drei Leute passen hinten genau rein, so wie vorne. Ja. Also man kann sagen, wir sind 5-Mann-Besetzung. Oha. Ja. Und mit den Fragezeichen machst du die Rolltore zu. Ah, so. Weil das hat der da drin. Wir haben mal eine Pumpe sogar. Ja. Auch Gehalt ist immer schön, ey. Wie viel man da bekommt, ne? Krass. Das sieht so schnuckig aus. Warte mal. Ich suche mal was. Ich habe noch was anderes. Na, gerne. Wo haben wir das jetzt? Das habe ich. So, dann guck ich mal, was hat er denn jetzt noch? Ich glaube, der holt jetzt ein paar Sachen raus hier, ne? Aus dem Fahrzeug. Bin mir aber gerade nicht sicher. So, und ihr seht natürlich immer, so fast in der Mitte, noch 29 Minuten zum Beispiel. Das ist immer, bis der nächste Gehaltscheck kommt. Also, das ist ein bisschen groß dargestellt, aber dann weiß man immer ganz genau Bescheid, wann man Geld bekommt. Und dann kann man sich halt neue Sachen kaufen. Noch was. So.
Ey, ein ganzer großer Fuhrpark. Das sind alle offiziellen Fahrzeuge, die jetzt in der Feuerwehr stationiert sind. Also die werden jetzt alle nach und nach aussortiert, die alten. Ja, und dann kommen auch schon die neuen Blaulichtfahrzeuge rein. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum hier die Feuerwehr nicht ganz besetzt ist und warum sich manche Leute einfach nicht benehmen können. Das finde ich einfach richtig schade, weil, was soll ich denn sagen? Guck mal, lieber Zuschauer, das sieht doch genial aus, oder? Was willst du da groß noch zu sagen? Also besser geht's doch gar nicht. Die kommen regelmäßig Updates auf dem Server, also verstehe ich halt nicht. Besser kann man das auch gar nicht haben hier. Nee, das war so. So. Naja. So, was haben wir denn eigentlich hier drin alles? Oder drauf auf dem Fahrzeug? Ach, das ist hier so ein mobiler Werfer. Ich dachte gerade, hä? Ist das ein zusammengeknüllter Schlauch? Verstehe. So, gerade der Skin, der gefällt mir hier. Vom HLF A3. Magirus. Schöne Fahrzeuge, ey, wirklich. Ich dachte, der rutscht einmal durch. Macht er nicht. Wir haben ja auch noch Einsätze, wenn du zum Beispiel sagst, Baum auf Straße, ne? Mhm. Dann haben wir das hier dafür. Eine Kettensäge. Ja, Mann. Die funktioniert oder ist kein Sprit drauf? Ja, die funktioniert, wenn du das wenn den Baum wegmachen sollst von der Straße und so. Eieieiei. Weil wir haben ja ab und zu wegen den Unwetter, haben wir auch Einsätze mit Baum auf Straße. Mhm. Und ja. Wenn man dann wieder hingehen, kannst du dann hin, wo das ja Beispiel ist, ja hier ist ja abgebildet, dann kannst du ja das so machen. Alles wieder da drin. Ey, richtig cool, ehrlich. Da bin ich richtig erstaunt gerade hier. Es hat sich viel geändert, solange du im Urlaub warst. Auf jeden Fall. Also hier ist ja so viel neu. Mhm. So, und mir fällt gerade an, ich habe noch einen Termin. Ich danke dir erstmal, ne, für den wunderschönen Einblick hier. Schönen Tag wünsche ich dir noch, ne? Mach's gut. Jo. Bis denne. Ciao. Ciao. So, Leute. Oh, huch, was habe ich denn jetzt hier? Egal, nehmen wir jetzt mit. Ich habe den Schlauch mit Strahre in der Hand vom HLF, wo wir gerade dran standen. Kann man das... Oh, Schild weg. Kann man das unbegrenzt ziehen? Oder was kann man damit anstellen? Ich denke, ne? So, Leute. Ich glaube mal, dieser Einblick von den ganzen neuen Sachen sollte erstmal reichen, wenn ihr euch einen Kompletteinblick verschaffen wollt von dem Server, dann kommt, jetzt haben wir hier einen WLAN-Strahler, kommt gerne auf den Server rauf, vielleicht sehen wir uns dann schon im nächsten Video, beziehungsweise wenn ich das nächste Mal auf dem Server bin, und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Feuerwehr, wenn ihr gerne da rein möchtet, und ja, vielen Dank fürs Einschalten, würde ich sagen, an dieser Stelle, und dann wünsche ich dir auch noch einen richtig schönen Tag, lieber Zuschauer. Mach es gut. Wir sehen uns wieder. Ich gehe erstmal zur Tanke, zwisch mir ein Bier hinter. Ich habe nämlich Feierabend. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis denn und ciao.